Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Dragon Quest Builders mit eurem Bober. Servus. So, ich war wieder mal ein bisschen farmen mit den Zweien hier und dabei habe ich hier dieses süße Kätzchen mitgebracht auf unser Eiland und das ist, das ist so super, weil damit kann ich halt wesentlich schneller unterwegs sein und zum anderen kann ich damit auch diesen schönen Doppelsprung machen und kommt dementsprechend auch auch mal hier hoch ohne Probleme. Ich habe halt ein bisschen gefarmt und habe dabei dieses süße Kätzchen mitgebracht. So, wir wollten heute mit unserem Hämmerling hier sprechen. Jetzt gebe ich ihm erstmal Mini-Medaillen, wenn ich welche habe. Schauen wir mal. Du hast 11 Milliliter, ne? 54 Milliliter, Hexenhut. Okay, der Hexenhut gehört jetzt uns. Der Quadratschädel. Okay, keine Ahnung. Dafür sollte eine rote Rose gehören. Okay. Ab 65 Anleitung für Flüssigmetallschilde. Ja, das wäre natürlich super. So, jetzt sprechen wir erstmal mit ihm. Oh, nun, da du alle Ziele auf der blauen Steintafel erreicht hast, ist die ganze Insel mit der Macht des Baubaubauens gesegnet. Und das ist noch nicht alles, mein Junge. Meine erinnernden Erinnerungen werden endlich wieder wach. Dank dafür, dass du dich bis jetzt all meine eigennützigen Aufgaben angenommen hast. Ich denke, du hast dir eine vollständige Erklärung verdient. Und die Bewohner dieser Insel werden ihr Köpfe zusammenstecken müssen, um zu entscheiden, was sie von jetzt an tun wollen. Aber dafür wird auch später noch genügend Zeit sein. Jetzt braucht diese Insel erst noch einen letzten Schliff und dazu gibt es eine letzte Sache, die gebaut werden muss. Sobald das erledigt ist, werde ich mich mit dir zusammensetzen und alles erklären. Nimm dir lieber nichts vor. Die ganze Geschichte wird mindestens 3 Tage dauern. Was, 3 Tage? Jetzt ernsthaft? Okay. Du hast es geschafft. Das Eiland des Erwachens ist endlich mit der Macht der Schöpfung erfüllt. Ihr könnt vor Stolz platzern, Baubers. Natürlich ist die Arbeit eines Erbauers nie beendet. Es gibt immer etwas zu tun, aber hin und wieder sollte man eine Powerpause machen und die eigene Arbeit würdigen. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Die Insel gedeiht. Sie sprüht geradezu vor Baubaukraft. Doch sie bedarf noch einer letzten Sache. Eines Baumeisterbanners. Aha. Folge mir, ich werde dir oben alles erklären. Wo? Ach ja, ich sollte hier alleine zu ihm kommen, ne? Wohin, da gehst du denn hin? Aha. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Diese Insel braucht ein Baumeisterbanner, eine Flagge, die sie als Paradies für Erbauer der ganzen Welt kennzeichnet. Und als unser persönlicher Erbauer musst du den Entwurf für das Emblem aussuchen. Fülle einfach das Quadrat vor dir mit bunten Blöcken und der so von dir gezeichnete Entwurf wird direkt auf die Flagge übertragen. Denk daran, ein Baumeisterbanner ist wie jede andere Flagge auch. Sie lässt die Leute wissen, wofür die in den Inseln steht. Ein echter Hingucker wäre das Beste. Hier, die wirst du brauchen. Bobas hält folgendes, ein Farbmischer. Cool. Bobas hält 15 Exemplare von folgendem Kreidestein. Benutze den Farbmischer, um Blöcke in jede verschiedene Farbe zu bauen. Lass sie dann in diesen quadratischen Bereichen fallen, um deinen Entwurf zu zeichnen. Die Nordseite ist oben. Wo ist oben? Mach dir keine so Sorge. Es muss nicht perfekt werden. Du kannst ihn später noch in den ändern. Und wenn du gar keine Ahnung hast, was du zeichnen sollst, ist das auch nicht schlimm. Ich hätte da eine Idee. Was meinst du? Möchtest du ein Beispiel sehen? Ja, zeig mal. Es wäre mir ein Vergnügen. Das hier ist mein Entwurf und obendrein ein wirklich toller. Ein Hammer. Okay.
Du kannst diesen Blaublauen genau befolgen oder deinen eigenen Entwurf zu zusammenwürfeln, um das Bauer-Baumeister-Banner zu dekorieren. Es liegt an dir. Okay, setze ein Zeichen. Wenn du dich zum Berggipfel auf dem Eiland des Erwachens aufmachst, kannst du mit bunten Blöcken deine eigene Flagge kreieren. Obendrein gibt es noch eine besondere Überraschung. Eine besondere Überraschung. Okay. Also das ist unsere Farbfläche quasi. Würde ich sagen, kommen die Dinge erstmal weg. Oder? Ups. Moment, dann mache ich das aber so, dass ich die... Warte mal, wo stelle ich den hin? Dahin, ja. Wie groß ist der? Ach, das ist nur ein Block. Okay, bauen, schauen wir doch mal. Dafür braucht man Kreidestein, alles klar. Cool, extravagant, natürlich, cool. Na, das ist ja super. Ich will aber doch den Plan gar nicht bauen von ihm hier. Weg damit. Weg damit, raus. So. Also ich soll jetzt quasi etwas bauen. Also Kreidesteine haben wir ja ohne Ende. So, da ich ein Freund bin von auch bunt und in Farbe, jetzt mache ich, deswegen mache ich jetzt schwarz, ja genau, mache ich jetzt erst einmal 90 schwarz als Rahmen. Wir machen erstmal einen Rahmen. Der Ton gefällt mir. Okay, also wir machen jetzt erstmal einen Rahmen. Doppelt hochbauen braucht man ja nicht, weil das ja eine flache Sache ist. So. Na. Da wollte ich ihn hinstellen. So, also haben wir erstmal einen Rahmen. Natürlich die Frage. Vielleicht machen wir einfach ein großes B für Bobas. Wie könnte denn die innere Fläche sein? Ich schaue erstmal, ob ich das überhaupt hinbekomme. Das wäre ja dann, wo wäre die Mitte? Wäre das dann so? Viel Platz ist ja nicht, ne? Dann muss ich das da vielleicht nochmal wegtun. So und so. Ein großes B. So. Dann, ich meine, ich habe noch 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4. So hin. Nein, natürlich nicht. So, machen wir es so. 3, 4, 5. Kann ich das ein bisschen höher? Ja, warum nicht, oder? So. Dann würde ich sagen, wir machen. Gelb ist eigentlich ganz nett. Silber. Beige. Vielleicht eher Türkis. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wenn dann gelb. Na. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange. Ich mache jetzt das auch relativ schnell. Oh Gott, ich habe nichts mit irgendeinem Fußballverein zu tun. Jetzt erinnert mich das gerade irgendwie an dieses komische Wappen vom BVB, weil das ist doch auch gelb-schwarz, oder?
Ich weiß es nicht. Ich bin kein Fußballer, also muss ich ehrlich dazu sagen, ich bin kein Fußballer. Wie passt denn das? Gelb und Türkis, da tun einem die Augen weh, oder? Gott, dann schaut schon wieder schwedisch aus. Oh je. Oh, ich habe keine mehr. Dann holen wir uns noch mal eine Ladung. Nicht, dass es irgendwie schwedisch ausschaut. Oh nein. Naja, gut. Warte mal, ich muss das ja nicht ganz ausfüllen wahrscheinlich, oder? 2-2. Dass wir dann hier quasi wieder raus machen. Ich habe halt keinen Plan, ne? Ich mache das jetzt einfach mal so. Aber warte mal, eigentlich wollte ich hier gar nicht weiß machen. Ich wollte Silber machen. Nein. Ach, die weißen Blöcke, das waren die, war das Segel, was ich da mal mitgenommen habe. Weil die hat er jetzt nämlich gerade direkt in die Tasche verfrachtet. Dann war das wahrscheinlich das gleiche, was wir bei diesem Segel abgebaut haben. Glaube ich, in diesem Marketing-Zeugs drin ist. Und dann muss ja so eine, also das habe ich zumindest bei mir in der Ausbildung mal gelernt, zum Groß- und Außenhändler, dass ja überall irgendwo eine tiefere Meinung quasi drinsteckt, was denn ein Symbol darstellen soll und ausdrücken soll für die Firma. So ist zum Beispiel auf jeden Fall, wenn man irgendwie mit einem Pfeil arbeitet, dann muss der hinten dran am besten und nach oben gerichtet sein, um Erfolg darzustellen. Naja, wie auch immer. Jedem das Seine und auf keinen Fall irgendwie einen Pfeil abwärts machen oder so. Ja, warum nicht? Wir haben jetzt ein B, das ist doch schon mal gut. Die anderen Blöcke, die tue ich wieder hier rein. Dann kann ich das da wieder abbauen, das nimmt natürlich mit. So, schauen wir mal, was es sagt. Ach so, ich muss es komplett füllen. Ja, okay, dann lass mich raus, dann lass mich raus. Warte mal, was nehmen wir denn da noch für Blöcke? Was haben wir denn jetzt da? Wir hätten nochmal Silber, wir hätten zwei schwarze. Wir verbauen die, ganz egal. So, zwei schwarze haben wir noch. Dann würde ich sagen, das machen wir eben hier als Rand quasi, noch jeweils eine nach unten, wahrscheinlich muss es so sein. Dann gelb, dann machen wir zweimal türkis. 1, 2, 1. Was auch immer das bedeuten soll, ich weiß es nicht und eigentlich ist es auch wurscht. So, das Emblem von Bobas ist fertig. So, wieder 10 Minuten vergeudet hier, so. Oh, ich sehe, hast du das Emblem für den Bauer-Baumeister-Banner fertig? Ja, hab ich. Nicht übel, ganz und gar nicht übel. Möchtest du das so auf eine Flagge haben? Ja, mach mal. Hohoho, das höre ich gerne. Dann lass es uns auf dein Banner übertragen und eine neue Landesflagge für dein Bauer-Bauer-Königreich erschaffen. Dann zeig mal.
das dann so eine Flagge, die... Bobas erhält ein Banner. Ich sehe es nicht. So, okay. Oh, ausgezeichneter Zeichner der Arbeit, Bobas. Dein Entwurf sieht echt großartig aus. Jetzt muss das Banner nur noch auf einer gut sichtbaren Stelle auch aufgestellt werden. Sobald du das erledigt hast, ist dein Königreich wirklich komplett. Ich kenne die perfekte Stelle. Wir treffen uns dort. Okay. Warum nicht, ne? Das ist jetzt erst einmal... Ja, für den ersten Entwurf, oder nicht? Hey, jetzt hast du spontan aus dem Ärmel geschüttelt. So, da soll sie hin. Macht mal Platz. Bobas Flex. Yeah! Und alle kommen sie angerannt. Wusel, wusel, dusel. Das Eiland des Erwachens ist fortan das Königreich von Bobas. Na dann. Ja, wir waren aber auch fleißig am Bauen, ne? Was ist jetzt? Also manchmal dauert es mir ein bisschen zu lang mit der Musik und sowas. Yeah, super. Bobas. Okay. So, was hat er jetzt? Wenn du dich entscheidest, fortzufahren, kannst du vorübergehend nicht online spielen, zu anderen Inseln reisen oder Mini-Medaillen austauschen. Möchtest du fortfahren? Nein. Was willst du jetzt? Nein, also, ich will ja noch, was soll das jetzt? Ich habe ja noch recht viel zu machen eigentlich, oder? Denke ich zumindest. Ja, keine Ahnung. Ja, schön, dass ihr alle hier applaudiert. Hauen wir mal kurz auf die Glocke. Wegen Dingern. Nee, haben wir nicht. Okay. Wir springen dann jetzt mal. Jetzt haben wir halt einen Banner. Super. Wir springen mal ganz kurz hierher. Scharlachrote Sande. Sand, Sand. Sandy die Sand. So, dann gehen wir mal kurz hierher. Aus der Gruppe entfernen. Aus der Gruppe entfernen. Gut. So, dich. Nicht reden, ich will... Oh, nee! Oh. Das kommt wieder davon. Ich wollte eigentlich... Ja, weil ich die falsche Taste halt wieder gedrückt habe, ne? Wieder so in der Hitze des Gefechts. So, eine brauche ich da bitte. So, zack. Ich habe halt ein bisschen rumgespielt, auch mit der Schräge, ne? Das hier so ein bisschen angeschrägt. Und vor allem habe ich das... Also hier passiert gar nichts. Ich weiß nicht, das ist halt jetzt halt einfach so eine... Keine Ahnung was. So, ich habe hier mal mit Schräge probiert. Das finde ich echt cool, weil ich muss ja nicht springen. Ich kann ja einfach hochlaufen. Wenn ich die Muse habe, dann werde ich das hier wirklich komplett nach oben ziehen. Und es ist für die, die es nicht wissen, weil ja hier diese zwei Schrägen zusammenlaufen. Ne? Da mag vielleicht der ein oder andere sagen, wie hast du das denn gemacht? Es gibt ja Leute durchaus, die nicht zufällig wie ich drauf kommen. Wenn du diese zwei hier schräg hast und dann hier das hier schräg hast, hier würde er es ja auch schräg machen, ne, wie man sieht. Das ist jetzt halt nicht spitz zulaufend. Man muss sich genau an die Ecke hier stellen. Also man muss von der Ecke her kommen und dann machen. Dann macht er beide Seiten schräg. Finde ich irgendwie cool. Finde ich irgendwie cool gelöst. Und man kann ganz easy einfach mehrere auf einen Schlag quasi nacheinander. Man muss jetzt nicht sich bei jedem Stein hinstellen, sondern genauso wie beim Bauen einfach halten und rumziehen. Das ist super. Das gleiche habe ich dann hier mal gemacht, bei der Haltestelle und auch hier bei dieser Lichtsäule. Ja, also man kann hier auf jeden Fall gestalterisch um einiges mehr machen. Was ich noch machen werde,
Und da dürft ihr euch dann nicht wundern. Und zwar, ich habe ja gedacht, ich kann hier Männlein- und Weiblein-Toilette machen. Ja, das geht auch, aber nicht in der Art und Weise, wie ich das hier vorhatte. Deswegen werde ich wahrscheinlich diesen kompletten Block wieder entfernen und eine Gemeinschaftstoilette hier hinten aufbauen. Da ist der Laden, da ist die Bude von Buddy und Shipper, da haben wir die Bar. Ja, und warum nicht, ne? Warum dann nicht da? Ich könnte natürlich auch hier die Gläser nochmal wegmachen, dass ich dann vielleicht hier die Toilette hinmache, aber ich wollte ja unbedingt hier ein Guckfenster haben. So. Ich frage mich, warum ihr... Ach so, ihr seid immer noch am Verhungern, weil es ja noch keine Küche gibt hier, ne? Okay, Küche wird dann wahrscheinlich dahin kommen, wo jetzt gerade Gemeinschaftstoilette ist. Das werde ich vorbereiten. Also ich werde es so weit bauen. Nein, ich will nicht schlafen. Nein, ich will mich auch nicht hinsetzen. Ich will einfach nur meine Handschuhe nutzen. Zerfix. So, zack. Da wollte ich die wieder hinstellen. Wilfried ist langweilig. Der hängt eigentlich meistens in dieser Ecke rum. Okay. Also, wie gesagt, da hinten. Ab und zu läuft hier mal eine Schnecke rüber. Das sieht man auch hier im Panzer. Aber ansonsten tauchen jetzt halt hier nicht wirklich irgendwelche Hasen oder sowas auf. Vielleicht müsste ich das größer machen. Kann auch sein, dass ich das nochmal ums Doppelte vergrößere und dann da noch ein Wässerchen mit reinmache. Hier muss ich natürlich, da möchte ich auch noch Oase machen. Dazu muss ich allerdings diese Drecksteine hier wegmachen, weil sonst geht mir das Wasser ja kaputt. Aber eins nach dem anderen. Das Eiland ist super, super groß. Und es gibt auf jeden Fall massenhaft zu tun hier. Ich hau wieder bloß in der Luft rum, ne? So. Jedenfalls haben wir jetzt halt hier unseren Freund. Das finde ich schon so genial. Ach Mann, wie habe ich das vermisst irgendwie? Also ich hatte ja im ersten Part, hatte ich ja auch so ein Tierchen. Und das macht einfach Laune. Ja. Gut. So. Wir müssen, was müssen wir machen eigentlich? Also wenn, dann müssten wir eigentlich jetzt halt nur noch die Räume bauen und die Aufgaben irgendwie. Haben wir noch Aufgaben von denen? Nee, eigentlich haben wir jetzt bloß noch... Eigentlich haben wir jetzt nur noch die Tafelziele zu erledigen. Schauen wir nochmal drauf. Gucken wir nochmal nach den Tafelzielen. So, ich gehe mal kurz runter von dir. So, also optional baue Räume mit verschiedenen Atmosphären. So, wir könnten uns jetzt mal ganz kurz, wir kümmern uns halt mal um eine Sache nach der anderen. Uns läuft ja nichts weg. Mir läuft zumindest nichts weg. Ups. Eigentlich hier. Ist der krallerlich. Warum taucht ihr hier auf? Das verstehe ich nicht. Hier respawnen sie. Als ich den Matsch hier gemacht habe, da ist keine einzige Hand aufgetaucht. Kapiere ich nicht. Na gut, mit irgendwas wird es hier zusammenhängen. Gucken wir uns doch mal die Atmosphären an. So, da fangen wir jetzt mal bei Babs an. So. Wir haben hier überwiegend normal. So, das ist aber auf jeden Fall Babs Raum, ne? So. Oh, das steht ja sogar da, Babs. Okay, ich würde sagen, jetzt schaue ich mal, was waren jetzt die Steine nochmal? Wo sind die? Wo sind die? Ich würde gerne irgendwie was Natürliches jetzt noch mit reinbringen. Das wird wahrscheinlich das hier sein, oder? Natürlich, blau-grüne Blätter. Lasst uns da mal welche rausnehmen. Und vielleicht hier so eine als Art Pflanze hinsetzen. Habe ich noch einen Topf? Ein Topf wäre super. Dann muss ich nur das nochmal ausmachen. Kein Topf. Eventuell hier. Tisch, Fackeln, Schale. Was ist denn das da? Cool und cool. Cool, cool.
Warum sind die alle cool? Niedlich. Der ist auch niedlich. Warte mal, dann machen wir mal hier so. Da könnten wir doch mal... Das probieren wir jetzt mal. Ich stelle jetzt mal hier einen niedlichen Tisch hin. Und einen niedlichen Dingsen hier. Da ich keine Topfpflanzen... Ich probiere es mal, ob das funktioniert. Ja, das, es bringt minimals, ne, was. Es bringt wirklich nur minimals was. Ah. So. Also wir haben hier auf jeden Fall einen Raum, der normal ist. Ich möchte niedlich haben. Oder natürlich. Niedlich oder natürlich. So, warte mal, wir haben ein Bett. Hauen wir das mal weg. Wir haben, das Bett ist, was für eine Atmosphäre, normal. Okay, das heißt, wir bräuchten eigentlich was, große Tänzerumkleide. Ich habe jetzt mit vielem gerechnet, aber nicht mit so etwas. Eine Tänzerumkleide, ja, hau mich weg. Was brauche ich nicht? Ich brauche keine Tänzerumkleide. Wo ist mein Werktisch? So, einmal hingepackt, dann einmal in die Betten geguckt. Ach ja, ha, das wollte ich ja auch noch zeigen, T-Fix. Und zwar, wir haben neu diesen Schrank, ein hohes, schmales Kabinett für unter... Was? Unterteller, uriges Besteck, unglaublich scharfe Gewürze und so weiter, kann zum Aufhören gehen. Das habe ich entdeckt. Dann das Regal, ein Endteil für ein robustes Regal, platziere zwei auf gleicher Höhe an einer Wand, um dazwischen ein Regal zu bauen, kann gefärbt werden. Da würde ich auch gerne mal so ein Stack herstellen. Und dann noch eine Schublade, eine Schiebebehälter, der an einem Regal angebracht werden kann. Machen wir mal da eins. Warte mal, wie ist denn da die Atmosphäre? Normal, auch wieder normal. Warum ist das immer alles normal? Normal, normal, normal. Ich möchte niedlich haben. Kann ich da das auswählen? Nee, das sind jetzt nur noch die, gesperrten Blöcke, ne? Was ist das? Ach so, das sind so Special Erbauer Sachen. Das sind alle Sachen. Okay, ich brauche auf jeden Fall mal ein Bett, aber das möglichst natürlich oder niedlich ist. Niedlich. Ein niedliches Himmelbett. Komm, Babs bekommt ein niedliches Himmelbett. Ich hoffe, das ist nicht allzu groß. Doch, es ist, groß. Insofern sollte ich... Mach mal die Info aus. So, insofern sollte ich vielleicht das... das Schild weghängen. So. Das heißt, ich muss es dann gleich nochmal beschriften. Dann hänge ich das eben hier so neben die Tür. Schreiben. Babs. So. Dann bräuchten wir quasi hier das Himmelbett. Großes, süßes Schlafzimmer. Mal, war das nicht beim Einwohnerverzeichnis, wo man sehen kann, wer was mag? Ich würde gerne hier noch ein Regal hinbauen. Okay, das geht nicht. Warum geht das nicht? Lass uns das mal draußen anbringen. Mich interessiert nämlich jetzt, wie das funktioniert hier mit dem Regal. So, gehen wir mal da an die Wand. Das muss unten hin. Noch. Trollo.
Okay. Öffnen. Na gut, da haben wir halt auch wieder schönen Stauraum eigentlich, ne? Kann ich den da oben drauf platzieren? Oh, tatsächlich. Na gut, dann wissen wir, wo er ist. Kann ich den eigentlich auch bauen? Tatsächlich. 8 Steine braucht man gerade mal da. Bei dem Farbmischer. Lass uns einen bauen. Dann haben wir den im Inventar und können ihn mitnehmen. Das ist super. So, aber wir brauchen noch irgendwas Niedliches. Oh, warte mal, diese Tierchen, die sind doch auch niedlich. Da, Bananenkorb, niedlich. Genau, da habe ich sogar Bananen nochmal geholt. Dann nehmen wir mal einen niedlichen Bananenkorb. Wahrscheinlich ist irgendwie... Warte mal, das ist normal. Warum ist so eine kleine Figur normal? Natürlich, natürlich. Machen wir mal einen Blumentopf noch. Oh, eine Topfpflanze. Bäcker ist auch niedlich. Habe ich der Babs schon einen Bäcker reingestellt? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich weiß jedenfalls, dass ich hier jetzt nochmal rein muss. Da ist eine Topfpflanze. So, warte mal, dann würde ich sagen... Ich muss das da mal wegnehmen. Du kommst jetzt dahin. Dann bauen wir das Bett mal ganz kurz um. So, dahin. Ist da was drin? Nein, da ist nichts drin. Das heißt, wir stellen den Schrank. Ja, den stellen wir jetzt da einfach in die Ecke. So, zack. Wir können... Oh ja, warte mal. Das da nehmen. Dahin. Und dann stellen wir den dann nämlich hier hin. Zack. Da haben wir den Esstisch. Niedlich wächst. Niedlichkeit kennt keine Grenzen. So, das da. Das da. Habe ich hier jetzt schon einen Bäcker drauf oder nicht? Ja, wenn, dann müsste ich hier wahrscheinlich noch einen Tisch hinstellen, ne? Warte mal, gedrückt halten. Ansicht wechseln, dann warte. Ah. Ja, manchmal, ne, ist es doof, dass ich dann die Sachen nicht wechseln kann. Warte mal, haben wir noch einen Tisch? Ein niedlicher Tisch wäre natürlich super. Gibt es einen niedlichen Tisch? Schauen wir doch mal. Natürlich, natürlich, natürlich. Niedlich. Ein niedlicher Esstisch. Aber ich stelle doch keinen Esstisch ans Bett. Ha. Ha. Das ist echt doof. Da ist natürlich auch nichts niedlich. Blubberbad. Oh Mann, man könnte so viel bauen, ey. Wenn es nicht irgendwie auf Räume beschränkt wäre. Was ist denn das da mit dem Geschenk? Das Geschenk ist niedlich. Machen wir mal eins. Da hätten wir nochmal das Einwohnerverzeichnis. Da könnte ich auch mal eins herstellen. Das wir dann da mit herlegen. Eine Uhr, normal, normal. Boah. Natürlich. Okay, rustikaler Schreibtisch, kleiner Holztisch. Dann nehmen wir halt nochmal so einen. War das so einer? Oder war das so einer? Oh, verdammt. Ich muss jetzt beide mal herstellen. Aber ich glaube, dass ich den Verbindungstresen hatte. Ich stelle dich jetzt mal schnell dahin. Ich glaube, ich hatte den Verbindungstresen da. Ja. Nein, ich will das nicht. Jetzt. Okay, zack. So, dann haben wir da Wecker, Blume, Schuhe, Schminktisch. So, da fehlt auf jeden Fall noch einiges. Dann hätten wir da noch ein Geschenk. Das legen wir hier mal mit rein.
Oh, das ist auch ganz schön viel. Das ist quasi eine Kiste. Vor allem klingt es auch so, ne? Wie eine Kiste. Okay, also das fehlt noch ein bisschen, dass wir da was bauen. Ja, wo kann man das sehen? Das ist jetzt noch die Frage. Warum ist denn da schon wieder alles kaputt? Gibt's denn das? Die sind ständig die Betten weg und kaputt. Mann! Hört auf, Leute. Macht nicht dauernd alles kaputt. So. Sieht man das hier irgendwo? Wo kann man das denn sehen? Frage ich mich jetzt echt, ne? Ach ja, Lara, die Bäuerin, ist auch neu. Nur als Info. Die habe ich... Ne, jetzt haben wir Katrin, Lara, wir haben Kevin, den wir jetzt wieder wegschicken, weil den brauchen wir nicht. Wir haben zwei Bäuerinnen und die sind mal lieber wie der Kerl. So, wir haben 2, 3, 4 Hühner. Ach, 4, oh Gott, wir haben viel mehr. Wir müssen da auf jeden Fall welche loswerden von denen. Ja, muss ich halt mal Hühnerschenkelchen machen. Ja, 4 Schafe mittlerweile. Wie kann man auswählen? Nein. Das ist umschalten. Das ist... kann ich da irgendwie auf Plus oder Minus? Nein. Ich würde gerne wissen, was für... Danke für alles. Jo, mach's gut. Ciao. Erstmal uns früh. So, dann kommt ihr zweimal ab in die Tasche. Und ich brauche auf jeden Fall irgendwie eine andere Stimmung in irgendeinem Raum. So, auch da haben wir normal. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Jungs hier das noch... oder bei dem Jungen. Wer wohnt denn jetzt da noch? Ach so, niemand. Ja gut, dann ist erstmal Buddy dran. Und da kommt dann der Schipper wieder her. Oh meine Güte. Der Part geht heute wirklich ins Land. Und ich habe so das Gefühl, nichts gemacht zu haben, obwohl ich recht viel gemacht habe eigentlich. Es ist echt übel. So, dann haben wir hier nochmal ein Bewohnerschild, bitte. So. Und dann kommt nämlich hier noch der Schipper her. Gut. Dann haben wir hier ein großes Mehrbettzimmer. So, und wir haben hier überwiegend natürlich... Ich muss das mal separat vorbereiten. Das geht hier überhaupt nicht, weil da geht ein kompletter Part ins Land. Ohne dass wirklich irgendwas passiert. So, was haben wir hier? Hier haben wir bunt gemischt. Echt übel. Okay, ich werde so einiges machen müssen. Aber nicht gleich. Nicht gleich. Ich denke, dass wir beim nächsten Mal nochmal zum Einsiedler gehen. Und daran mal die andere Option wählen. Ah ja, da ist mir ratzfatz ist mir hier drüben. Hey, Schaf. Weil hier muss ich auch noch weitermachen, ne? Da waren wir auch noch nicht so ganz fertig. Wobei es mir schon ganz gut gefällt. Aber hier waren wir noch nicht ganz fertig. Okay, wenn euch der Part heute gefallen hat oder wenn ihr irgendwelche Anregungen habt für mich zu sagen, ey Mensch, bau doch das und das, dort und dorthin. Ihr wisst, ich werde das gerne tun. Ups, lauf nicht so gegen die Wand. Ich werde das gerne tun und das versuchen, so gut wie möglich umzusetzen. So, genau. Ansonsten, ich wünsche euch noch... einen tollen Tag,
einen tollen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!